Im Jahr 2019 wurde Alita Battle Angel, ein wunderschönes Cyberpunk-Abenteuer, auf die Welt losgelassen. Dieser Film, in dessen Zeitraum ein neugieriger Cyborg in einer korrupten Welt steht, ist unheimlich detailreich und bietet sich daher zum immer wieder Anschauen an. Tatsächlich gibt es einige Dinge, die ihr vielleicht erst beim zweiten Mal bemerkt. Diese Dinge möchten wir euch im heutigen Video zeigen. Die dystopische Kulisse von Alita Battle Angel des 26. Jahrhunderts besteht aus einer schwebenden Himmelsstadt, Killersportarten, fortschrittlicher Robotik und sogar etwas Schokolade. Hunderte von Jahren des technologischen Fortschritts haben jedoch die Grenze zwischen Mensch und Maschine verwischt. Als Alita die geschäftigen Straßen von Iron City betritt, hat sich der Zuschauer wahrscheinlich bereits an die CGI-lastigen Details ihres Designs gewöhnt. Der kybernetische Ersatz von Gliedmaßen ist in dieser Welt ganz normal. Tatsächlich sind viele der Figuren so stark modifiziert, dass die einzige organische Komponente in ihnen ihr Gehirn zu sein scheint. Während immer mehr Charaktere auf dem Bild erscheinen, erkennen die Zuschauer beim ersten Anschauen des Films nicht einmal, dass es möglicherweise mehr CGI-Figuren gibt als menschliche Schauspieler. Abgesehen von den unzähligen Statisten, die im Hintergrund herumlaufen, sind nur wenige Alita-Figuren zum Zeitpunkt des Finales komplett menschlich. Selbst der Kopf von Alitas Freund Hugo wird am Ende auf einen Cyborg-Körper gebracht. Dass der Film uns in diese Cyberpunk-Welt ziehen kann, ist seiner erstklassigen CGI zu verdanken. Kein Wunder angesichts des Talents und der Erfahrung hinter dem Film. James Cameron, Produzent und Co-Drehbuchautor des Films, arbeitet schon seit mehr als einem Jahrzehnt an solchen spektakulären Bildern. Die zentrale Metapher in Alita ist sehr offensichtlich. Die menschliche Elite lebt in der fliegenden Stadt Salem und kippt ihren Müll in die Stadt darunter, in der der Rest der Menschheit lebt. Der Großteil der Bevölkerung von Iron City versucht entweder verzweifelt irgendwie ein vernünftiges Leben zu leben oder arbeitet fieberhaft daran, in die darüberliegende Stadt zu kommen. Alita wird wiederholt gesagt, dass nie jemand nach Salem aufsteigt, obwohl es viele Leute denken, scheint es einfach nicht zu passieren. Die Frachtröhren, die Ressourcen nach Salem transportieren, scheinen jedoch eine praktikable Möglichkeit zu sein, sich einzuschleichen. Die Idee kommt sogar im Gespräch auf, wird aber abgewiesen. Als Hugo Alita über ihre Umwelt informiert, sagt er, dass die Rohre für Fracht sind, nicht für Menschen. Und damit ist das Thema erledigt. Während das Konzept, sich durch eine Frachtröhre nach Salem zu schleichen, ziemlich offensichtlich erscheint, muss es äußerst gefährlich sein. Was auch immer in diesen Frachtcontainern in der Zukunft herumreist, könnte wahrscheinlich einen Menschen oder einen Cyborg-Körper zermalmen. Außerdem könnte es auf tödliche Weise unter Druck gesetzt werden. Aber unser umfangreiches Wissen über Heist-Filme lässt uns denken, dass es hier mehr Möglichkeiten gibt, als Hugo vielleicht denkt. Nachdem Hugo jedoch seinen Cyborg-Körper erhalten hat, geht er die Röhren aus einem anderen Winkel an und beschließt, einfach den ganzen Weg nach Salem auf einem zu laufen. Leider rechnet er nicht damit, dass sein Trip von den sich drehenden Klingen des Todes schlagartig unterbrochen wird. Alitas Einführung in die Welt der Hunter-Warrior geschieht dank des Schrottplatzretters Dr. Dyson Ido. Um den Schmerz über den Tod seiner Tochter zu bewältigen, hat sich der Arzt bei der Fabrik als Hunter-Warrior registriert. Er streift nachts durch die Straßen und besiegt bösartige Kriminelle für Kopfgeldzahlungen zur Finanzierung seiner Klinik. Seine bevorzugte Waffe ist ein Raketenhammer, eine gigantische Waffe mit einer Rakete an einem Ende, die das Gerät durch sein Ziel treibt. Wir sehen den Doktor nur kurz kämpfen, bevor Alita einspringt und seine Gegner mit Leichtigkeit besiegt. Wir glauben nicht, dass Ido mit seiner schwerfälligen Waffe Erfolg gehabt hätte, wenn sie nicht dabei gewesen wäre. Die Kriminellen in der Gasse sind alle Cyborgs und Ido schafft es, mit seinem Raketenhammer eines ihrer Gliedmaßen abzuschlagen, aber nach diesem Schlag stolpert er, während er versucht, seine massive Waffe erneut zu nutzen. Es ist schwer vorstellbar, dass der freundliche Arzt die Kraft, Geschwindigkeit und Beweglichkeit hat, um ein erfolgreicher Hunter-Warrior zu sein, wenn er nicht gerade beim ersten Schlag immer eine Erfolgsquote von 100% hatte. Ehrlich gesagt kann der arme Kerl nicht einmal durch eine Menschenmenge navigieren, ohne auf einen unschuldigen Passanten zu stoßen. Angesichts der Tatsache, dass selbst die verarmten Bürger von Iron City Zugang zu Kybernetik haben, müssen in Salem wirklich außergewöhnliche Geräte zum Einsatz kommen. Wir sehen nie wirklich, wie das Leben dort oben ist, aber wir bekommen ein paar Details, die ein anschauliches Bild zeichnen. Die Tatsache, dass Dr. Ido und Dr. Chiron wegen der Krankheit ihrer Tochter ins Exil gezwungen wurden, weist darauf hin, dass der Tod dort oben gemieden wird. Tatsächlich weisen Novas Worte, die durch seine Marionetten gesprochen werden, auf den Zugang zu absoluter Unsterblichkeit hin. Kurz bevor Alita ihre Klinge durch Vector stößt, kriecht Novas Stimme durch ihn und sagt: I found the only way to enjoy immortality.
is to watch others die. Beim ersten Anschauen verarbeitet der Zuschauer so viele Informationen, dass er diese Details eventuell übersehen könnte. Diese Zeile folgt unmittelbar der Niederlage von Gruishka und ist kurz nach der Enthüllung von Dr. Tyrans zerlegtem Körper. Aber ein erneutes Schauen lässt ein Lesen zwischen den Zeilen und eine Betrachtung von Alitas Erinnerungen zu. Sie erinnert sich daran, dass sie schon 300 Jahre zuvor Nova bekämpft hatte. Die Bewohner von Salem scheinen Zugang zu so fortschrittlicher Technologie zu haben, dass sie Unsterblichkeit erlangen können, während sie einen Großteil ihrer physischen Menschlichkeit bewahren. Die Bevölkerung von Iron City ist dagegen gezwungen, ihre angeschlagenen Körper mit der veralteten Technik zu optimieren, die sie auftreiben können. Bei der Erkundung eines Raumschiffwracks unter Wasser außerhalb von Iron City findet Alita einen Körper, der verlorene Technologie aus der United Republic of Mars hat. Ido weigert sich zunächst, Alita an diesen Körper zu binden, aber nachdem sie im Kampf in Stücke geschnitten wurde, gibt er nach. So wird Alita mit dem Berserker verschmolzen, einem Körper von immenser Macht und Geschicklichkeit. Als Alita in ihrer neuen Form erwacht, prahlt sie mit einem anmutigen Handstand auf ihrem Zeigefinger. Nachdem sie sich aufgerichtet hat, bemerkt sie eine Ansaugströmung an ihrer Schulter, die an ihrem Finger Lichtbogenplasma erzeugt. Dies scheint beim ersten Schauen ein unwichtiges, wenn auch sehr cooles Detail zu sein, von dem man annehmen könnte, dass es eine Anspielung auf den Manga ist. Aber wenn man weiß, was am Ende des Films alles passiert, erkennt man den wahren Grund für dieses stilistische Mittel. Nachdem Alita den Hunter Warrior Zapan von der uralten Damaszener-Klinge befreit hat, präsentiert sie die Fähigkeit, die gesamte Waffe in ein glühendes Plasma zu hüllen. Es ist diese kleine blaue Flamme, die sie jetzt erzeugen kann, die Kraft in das Schwert pumpt und es ihr ermöglicht, Wächter wie Butter zu durchschneiden. 3 Jahrhunderte nach dem Fall dominiert Iron City eine ultragewalttätige Sportart namens Motorball. Jedes Kind wächst mit dem Sport auf, wenn auch mit einer etwas gewaltfreieren Version. Hugo zeigt Alita das Spiel und spielt mit den Nachbarskindern, während sie lernt, wie alles funktioniert. Im Kern geht es bei Motorball um Ballbesitz und Punkten. Nachdem wir uns den Film ein paar Mal angesehen haben, denken wir jedoch, dass das Punkten zumindest auf professioneller Ebene in den Hintergrund tritt. Stattdessen ist es wichtig, als Letzter übrig zu bleiben. Als wir dann ein Profi-Motorballspiel sehen, scheinen einige Spieler tatsächlich den schwer fassbaren Ball zu jagen. Aber viele andere Spieler scheinen ihn zu ignorieren und sind nur daran interessiert, ihre Gegner mit sämtlichen neuartigen Waffen zu durchdringen, die Liga für legal hält. Und wenn wir ehrlich sind, wäre alles andere auch langweilig. Motorball ohne Gemetzel wären nur Roboter auf Rollerblades. Die große Arena ist der Ort für diese futuristischen Gladiatoren, um ihre Macht zu entfalten und die Gewaltbereitschaft der Öffentlichkeit zu stillen. Den wackeligen Ball zufällig ins Tor werfen, während sie ihre Maschinenkörper zerfetzen, ist ein nettes Extra. Aber es scheint wirklich, dass es hier darum geht, das Spiel zu überstehen, ohne dass einem der Kopf abgerissen wird. Oh, crap. Die offensichtlichste Szene in Alita Battle Angel, die auf eine Fortsetzung hinweist, ist Novas bedrohliche Enthüllung am Ende des Films. Im gesamten Film sind jedoch zahlreiche andere Details versteckt, die auf zusätzliche Handlungsstränge hinweisen, die noch nicht fertig erzählt worden sind. Einer der größten tritt auf, als Alita von Hugo durch die Motorballbahn geführt wird. Als sie fragt, wer der beste Spieler ist, antwortet Hugo, dass Yashugan auf dem besten Weg sei, Champion zu werden. Für weniger als 10 Sekunden richtet sich die Aufmerksamkeit auf eben diesen Motorballspieler, als dieser repariert wird. Es passiert so schnell, dass ihr vielleicht nicht bemerkt habt, dass Yashugan von Jai Courtney gespielt wird, dem Star aus Suicide Squad, Divergent und Terminator Genesis. Ein Schauspieler, der für seine Arbeit in anderen Blockbuster-Franchises bekannt ist, deutet darauf hin, dass dieser Charakter noch mehr auf Lager hat. In einem Interview mit Business Insider erinnert er sich an ein Gespräch mit dem Regisseur des Films, Robert Rodriguez. Courtney sagt: "Rodriguez rief mich an, als sie in der Produktion waren und sagte, es gibt diese Rolle, sie ist theoretisch eher klein, aber wenn das Ding explodiert, brauche ich jemanden, auf den ich mich verlassen kann, wenn wir ihn erneut brauchen." Das sagt uns definitiv, dass Rodriguez noch viele Pläne für Courtney hat, sollte eine Fortsetzung von Alita grünes Licht bekommen. Die zwielichtige Schattenwelt von Iron City wird von einem Mann namens Vector regiert und seine Macht rührt von seiner Korruption im professionellen Motorball. Vector kontrolliert die Chancen des Spiels, indem er die Macht der Spiele optimiert und so weit geht, naive Jugendliche anzuheuern, um Cyborgs zu entführen und ihrer Gliedmaßen zu berauben. Seine direkte Verbindung zu Salem ermöglicht solche Manipulationen. Er nutzt diese Beziehung, um seine Mitmenschen glauben zu lassen, er habe die Macht, Menschen in die fliegende Stadt zu schicken. Vector gibt diese Versprechen seinen Lakaien, bis diese zur Vernunft kommen und entscheiden, dass sie genug haben. In diesem Moment erfüllt er seine Abmachung und schickt sie nach Salem, wenn auch nicht so, wie sie es sich erhofft hatten. Wenn ihr Alita nur einmal gesehen habt, habt ihr dieses Detail natürlich nicht verstanden. Ein Beispiel ist, als Dr. Tyran beschließt, ihre Position aufzugeben und Vector ihr sagt: "Don't you think it's time you went to Zal? I can send you up there right now."
Das nächste Mal sehen wir Chiron, nachdem Alita in Vectors Büro gekracht ist. Er sagt, dass er immer sein Versprechen hält, Leute nach Salem zu schicken, genau wie Dr. Chiron. Leider öffnet er dann eine Truhe und enthüllt ihr Gehirn und andere Teile, die bereit sind, ihre Reise in die Stadt am Himmel anzutreten. Nova verlangt für seine Experimente Körperteile und, wie Vector sagt, nur so kommt man nach Salem. Es gibt ein paar Regeln, welche Waffen in der Motorball-Arena erlaubt sind, aber die sind ziemlich lasch. Tatsächlich bemerkt man, nachdem man den Film ein paar Mal gesehen hat, wie der Sport die Gesetze der Iron City im Allgemeinen nie wirklich einhält. Waffen sind hier verboten. Hugo erklärt dies, als er Alita über Waffen und das Schwert informiert, das The Pan trägt. All guns are outlawed in Iron City. Punishable by death. Das Verlangen an einzigartigen Waffen unter den Hunter Warriors ist angesichts dieser Bedingung sinnvoll. Aber was ist mit all den tödlichen Geschossen, die die Spieler im Motorball verwenden? Als Alita von einem ganzen Team blutrünstiger Spieler verfolgt wird, die sie unbedingt töten wollen, feuert einer von ihnen eine Kanone auf sie, was eine massive Explosion verursacht, die Alita von den Füßen reißt. Natürlich denkt man bei einem Waffenverbot immer eher an kugelschießende Pistolen, aber eigentlich sollten Raketenwerfer auch in diese Kategorie fallen. Der Ansager des Spiels erwähnt während der Spiele die Regeln und Vorschriften, aber wir sind uns sicher, dass das nur Show ist. Da die Kanone den gesamten gigantischen Arm eines Spielers bildet, scheinen die Gesetze von Iron City ziemlich flexibel zu sein. Als Alita die Stärke ihres neuen Berserkerkörpers zeigt, hat Dr. Ido eine angemessene Reaktion. A warrior's spirit needs a warrior's body. Die Synergie, die Alita mit ihrem neuen Körper hat, ist in der Tat bemerkenswert. Der Körper verfügt über wundersame Nanotechnologie. Sobald Alita mit dem Berserker verbunden ist, synchronisiert sich das gesamte System mit ihrem Geist und beginnt, Anpassungen vorzunehmen, um ihr Selbstgefühl besser darzustellen. Dieses Feature wird in den Schlussmomenten des Films erneut subtil gezeigt. Im Vergleich dazu, wie ihre Berserkerform aussieht, wenn sie zum ersten Mal daran befestigt ist, ist der Körper, den die Zuschauer später sehen, viel mehr auf den Kampf eingestellt. Dies zeigt, was Alita in den Monaten nach Hugos Tod durchgemacht hat. Vor allem hat sie sich durch die Motorsportliga gekämpft, was keine leichte Aufgabe ist. So hat sich ihr Körper verändert, um ihre Umstände wiederzuspiegeln. Es ist eine buchstäbliche Anpassung, aber auch eine Spiegelung von Alitas innerer Natur und ihrem grenzenlosen Potenzial. Wir fragen uns, welche anderen Formen sie möglicherweise annehmen könnte. Wenn der Wunsch der Fans erfüllt wird, sehen wir das ja vielleicht schon in einer Fortsetzung. Schaut euch hier eines unserer neuesten Videos an. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos zu all euren Lieblingsfilmen. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein einziges Video mehr verpasst.